Sie reiten hier ein totes Pferd. Ja? Und nur verzweifelte Indianer reiten tote Pferde. Ja? Also wenn Sie ein bisschen ein Gespür hätten, dann ist es so, dass man sich von toten Pferden würdevoll verabschiedet, aber diese nicht reitet. Okay? Sie beschließen, okay, Sie reiten jetzt ein totes Pferd. Das ist okay, kann man machen. Sehr pietätsvoll ist es nicht, aber ja, man muss, Andreas Schieder, man muss zugestehen, den Sattel, den Sie auf dieses tote Pferd drauflegen, der ist nicht einmal so zwider. Also das Pferd war schon länger krank, nämlich schon in den letzten Jahren, und jetzt ist es tot und der schöne Sattel wird nichts nutzen. Tote Pferde sind tote Pferde. Ja, wenn Sie so weitermachen, sind Sie bald das Rederecht los. Aha.